Zum Aufwärmen starten wir erstmal mit den Achterschwüngen in der Grundbewegung. Und um auch ein bisschen ins Warmwerden reinzukommen, nehme ich das Dreiecksschrittmuster im V dazu. Das heißt, ich mache meinen Ausfallschritt schräg nach vorne, schräg nach vorne. Und ich fange jetzt an, wenn ich rechts nach vorne gehe, starte ich mit einem Achterschwung und ich mache drei Schwünge. Das ist hier 1, 2, 3. Wechsel auf die andere Seite. Jetzt starte ich auf der Rückhandseite und mache wieder 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und andere Seite 1, 2, 3. Bewegung vom Schwert oder vom Stock bleibt dabei gleichmäßig in diesem Achter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jetzt machen wir das gleiche nochmal in Beidhandhaltung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, wir machen jetzt weiter in der Beidhandhaltung. Könnt zwischendurch mal eine Hand wegnehmen, aber ich werde jetzt mit Beidhandhaltung weiterarbeiten. Und wir machen den Achterschwung jetzt umgekehrt. Dazu machen wir jetzt auch eine umgekehrte Schrittfolge. Das heißt, ich gehe links nach vorne und starte jetzt von rechts unten nach links oben. 1, 2, 3. Wechsel auf die andere Seite. Gehe rechts vor und starte von links unten. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, da war die Lampe. 10. Okay. Oh. Ja, zum Glück habe ich eine robuste Lampe. Die hält einiges aus, aber 2 Macken sind schon ordentlich drin. So, super. Das war der Anfang. Als nächstes bleiben wir bei dem Schrittmuster. Ich gehe mal ein bisschen ins Profil. Und wir machen einen Three Count, also 3 Schläge. 1, schräg von oben nach unten. 2, auf demselben Weg wieder zurück. Und 3, schräg von oben nach unten. Dann wechsle ich, mache das gleiche in der anderen Diagonale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, gut. Die nächste Runde besteht aus einem Diagonalschlag, dann einem Umbrella um den Rücken herum, bringt mich wieder in die Startposition und ich mache nochmal diesen Diagonalschlag. Auf Seite gleich, also diagonaler Schlag. Umbrella hinterm Kopf herum zum diagonalen Schlag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 und 10. Okay, gut. Damit sind die Schultern und die Beine schon ein bisschen wärmer geworden.
was wir jetzt noch machen können, wenn wir jetzt schon in dem Flow sind, dass wir die letzten beiden Übungen miteinander verbinden. Und zwar beginne ich mit dem Umbrella. Das heißt, ich mache Schlag 1, Umbrella, um den Kopf herum, wiederhole den Schlag, komme auf demselben Weg wieder hoch und nochmal runter. Dann von der anderen Seite. 1, Umbrella. 1, 2, 3. 1, Umbrella, runter, hoch, runter. 1, Umbrella, 1, 2, 3. Und 1, Umbrella, 1, 2, 3. 1, Umbrella, 1, 2, 3. 1, Umbrella, 1, 2, 3. Diesen Part abgeschlossen. Also immer wieder ein Schrittmuster im V und für verschiedene Schlagkombinationen Figure 8 bzw. mehrere Schläge, die auf derselben Diagonalen ausgeführt werden. Gut.